Leute, auch wenn wir es derzeit nur allzu gerne ignorieren, geht es jetzt mal wieder um Corona. Die Corona-Gegenwart ist ja schon wirklich nice und bald knacken wir wohl die 150.000 Neuinfektionen am Tag. Die Corona-Zukunft wird bestimmt noch besser, wenn wir im Herbst-Winter mal wieder völlig überrascht sind und Karl Lauterbach sagen kann, ich hab euch doch gewarnt, ohne dass er als Gesundheitsminister irgendwas getan hat. Jetzt allerdings soll es um die Corona-Vergangenheit gehen, und zwar um den Anfang der Pandemie, diese kurze Zeitspanne, über welche man polemisch überspitzt sagen könnte, da haben Politiker mal wirklich was für ihr Geld gemacht. Die beiden Politiker, um die es jetzt hier heute gehen soll, sind CSU-Landtagsabgeordneter Alfred Sauter und Ex-CSU-Bundestagsabgeordneter Georg Nüßlein. Diese beiden sind nämlich die wohl schillerndsten Gestalten, wenn man über diese sogenannten Maskenaffären reden möchte. Und darüber wollen wir jetzt reden. Ihnen wird nämlich vorgeworfen, für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken-Deals im Jahr 2020 ordentlichen Zaster bekommen zu haben. Nüßlein so 600.000 Euro, Sauter 1,2 Millionen Euro. Sauter soll also angeblich gleich doppelt so hart gearbeitet haben wie Nüßlein, aber das nur am Rande. Die Verdachtslage sieht so aus. Zwei Privatunternehmer wollten Anfang März 2020 einen kleinen Reibach mit Corona-Schutzausrüstung machen und so sollen sie dann an Sauter und Nüßlein herangetreten sein mit dem Angebot, diese beiden könnten doch vielleicht mal ihren Einfluss als Abgeordnete und ihre Politik-Connections nutzen, um den Unternehmern die Deals mit Bundes- und Landesbehörden klarzumachen. Da man als Bundes- bzw. Landtagsabgeordneter ja fast schon am Hungertuch nagt, während man natürlich seine gesamte Zeit der Arbeit zum Wohle des deutschen Volkes widmet, haben Sauter und Nüßlein dieses Angebot angeblich angenommen und sind in der Folgezeit an mehrere Entscheidungsträger von eben Bundes- und Landesbehörden herangetreten, um auf den Abschluss von Schutzausrüstungskaufverträgen zwischen den Behörden und diesen Privatunternehmer-Buddies hinzuwirken. Hierbei sei Nüßlein gegenüber den Behörden auch mit dem Kürzel MDB, also Mitglied des Bundestages, aufgetreten. Sauter wiederum hat mindestens ab und zu mal das Kürzel MDL, also Mitglied des Landtags, verwendet. Schlussendlich gab es dann Deals, also auch fette Provisionen für Nüßlein und Sauter. Allerdings ist das Ganze dann halt leider rausgekommen und hat ordentlich Welle gemacht. Stichwort eben Maskenaffäre. Während beide ihre politische Laufbahn mit dem Herauskommen quasi dann freiwillig beendet haben und aus den Fraktionen und so weiter ausgetreten sind, gab es dann parallel halt auch Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft wegen dem Verdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Paragraf 108e Strafgesetzbuch. Im Zuge dieser Ermittlung wurde auch das Provisionsmoney für Nüßlein und Sauter erst einmal vom Staat eingezogen und dagegen haben sich die beiden gerichtlich gewehrt. Hierzu gab es dann eine erste Entscheidung des Oberlandesgerichts München und nun ist das ganze Ding auch endgültig vom Bundesgerichtshof entschieden worden. Und zwar, da lief alles super. Wohl keine Bestechlichkeit, keine Straftat, Geld muss wieder rausgegeben werden und die dürfen das dann halt behalten. Wenn man das hört, dann könnte einen der Reflex überkommen, von der korrupten Justiz zu reden. Macht ja auch Spaß und lässt auch mal ein bisschen Emotionen raus, ist gut fürs Herz, ist allerdings falsch. Denn Gerichte können ja lediglich Gesetze anwenden, so wie es sie gibt. Und hier gibt es halt den Paragraphen 108e Strafgesetzbuch. Kurz gesagt, wird hiernach bestraft, wer als Mitglied einer Volksvertretung einen ungerechtfertigten Vorteil als Gegenleistung bekommt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandates irgendetwas Bestimmtes macht oder eben nicht macht. Also, Mitglied einer Volksvertretung, ungerechtfertigter Vorteil, Gegenleistung bei Wahrnehmung des Mandats und eine Handlung oder ein Unterlassen. Das Problem im Falle Sauter und Nüßlein, oder je nach Blickwinkel vielleicht auch das Schlupfloch, ist die Voraussetzung bei Wahrnehmung des Mandats. Denn Sauter und Nüßlein haben hier ja nicht irgendwie Geld dafür bekommen, in ihren Parlamenten dafür abzustimmen, dass da Kaufverträge abgeschlossen werden, sondern sie haben angeblich lediglich ihre Autorität und ihre Connections, welche aus dem Mitglied einer Volksvertretung sein entsteht, genutzt. Und ebenso wie bereits das OLG München hat nun der Bundesgerichtshof festgestellt, dass für bei der Wahrnehmung seines Mandates es eben nicht ausreicht, wenn man sich außerhalb des Parlaments auf seinen Status als Abgeordneter beruft oder seine Beziehung daraus ausnutzt. Und deswegen ist es also nach der jetzigen Gesetzeslage keine Straftat, deshalb darf das Geld auch nicht eingezogen werden. Theoretisch könnte die Staatsanwaltschaft jetzt auch im richtigen Verfahren, wo es ja nicht nur um das Einziehen des Geldes geht, sondern um eine mögliche Strafbarkeit, immer noch Anklage erheben, ist allerdings wohl chancenlos, weil der BGH hier halt ja keine Strafbarkeit sieht. Und jetzt kommen wir dazu, warum hier eben nicht die Richter korrupte Schweine sind.
Sie müssen das Gesetz halt so auslegen, wie es nun mal da ist. Und derzeit steht nun mal im Gesetz bei Ausübung seines Mandates. Wenn man jetzt sagen würde, alles, was ein Abgeordneter tut, ist bei Ausübung seines Mandates, dann bräuchte man das Merkmal bei Ausübung seines Mandates ja erstens überhaupt nicht mehr und zweitens würde das wohl auch über den eigentlichen Wortsinn hinausgehen. Das Problem ist hier also offenkundig nicht die Auslegung des Gesetzes durch die Richter, sondern das Gesetz selber. Und das ist nach wie vor so, wie es auch zum Zeitpunkt von den angeblichen Maskendeals war. Allerdings findet sich im Koalitionsvertrag der Ampelregierung folgender Satz. Wir werden den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung und Bestechlichkeit wirksamer ausgestalten. Wir werden. Das ist schon mal eine Selbstverpflichtung. Besser als wir wollen oder wir gucken mal, wir prüfen mal. Was allerdings genau wirksamer heißt, ist halt unbestimmt und wird bestimmt wieder für den ein oder anderen Streit innerhalb der Ampelregierung sorgen. Außerdem ist das ja auch gar nicht so einfach. Außer man will halt Abgeordneten generell verbieten, neben ihrem Mandat noch irgendwas zu machen. Das wiederum wird ja auch zwar gefordert, würde aber wohl vor allem für Selbstständige bedeuten, dass ihr Weg in die Politik schwerer werden würde, weil man dann halt seinen Job einfach für ein paar Jahre aufgibt und es dann unklar ist, was man denn nach der Abgeordnetentätigkeit noch machen kann. Weil vielleicht kommt dann keiner mehr. Man könnte aber zumindest alles verbieten, was einen irgendwie gearteten Bezug zur Mandatstätigkeit hat. Dann könnten zwar Abgeordnete Rechtsanwälte keine Parteifreunde mehr vertreten, aber sei es drum. Theoretisch könnte dann vielleicht auch Kubicki in Zukunft nicht mehr das angebliche Brain hinter Cum-Ex Hanno Berger vertreten gegen den Staat. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, es ist wie immer alles nicht so einfach. Man könnte fast schon sagen, das Leben ist kompliziert. Leichter wird es nur, wenn man ein paar hunderttausend Euro verdient, indem man ein paar Maskendeals vermittelt oder indem man mich bei Patreon unterstützt. Von daher sage ich danke an alle, die das tun. Und ansonsten, Leute, macht euch doch nicht bitte immer so einen Kopf. Ist doch alles nicht so wichtig. Yeah.